Oh, Frau Liebrecht, guten Morgen. Schön, dass Sie einen Augenblick Zeit haben. Ich will Sie gar nicht lange aufhalten, also kommen wir direkt zur Sache. Erinnern Sie sich daran, dass wir nächste Woche am Mittwoch den mehrtägigen Besuch einer Gruppe ausländischer Kunden haben? Ja, natürlich. Von dem Projekt habe ich schon lange gehört. Unsere Chef arbeitet seit letztes Jahr daran, mit Ihnen Kontakt zu knüpfen. Ja, genau. Und jetzt sollen wir vieles ausführlich organisieren. Also werden wir alle ordentlich schwitzen, da die Zeit zu knapp ist. Damit sollen wir uns beide und weitere 5 Kollegen beschäftigen. Haben Sie schon mit den Kollegen gesprochen? Was halten Sie davon? Ja, aber wir müssen noch wissen, wer Sie empfangen und begrüßen soll. Und mein erster Gedanke war, dass Sie könnten das. Einverstanden. Holen wir am Mittwoch die Besucher ab. Ja, um 15 Uhr bitte, Frau Liebrecht. Notieren Sie das bitte. Ja, natürlich. Dann wäre es auch sinnvoll, wenn alle unsere Kolleginnen und Kollegen die Gäste in die Firma begrüßen. Und vielleicht können wir ein Geschäftsessen organisieren. Ja, da haben Sie völlig recht. Ein Geschäftsessen wäre eine sehr gute Idee, da um 15 Uhr normalerweise Mittagspause ist. Wir können Speisen und Getränke aus einem italienischen Restaurant bestellen. Und das Servicepersonal kann ebenfalls eingeladen werden. Mir ist noch etwas anderes eingefallen. Wir können am Abend in einem Hotelrestaurant einen Tisch bestellen und 2 Zimmer für unsere Gäste reservieren. Stimmt, das sollte man vorab alles reservieren. Und ehrlich gesagt, haben wir jetzt schon über alle problematischen Aspekte gesprochen. Genau, ich setze mich gleich an den Computer und trage mal alles in unseren Geschäftskalender ein. Ja, aber nun muss ich noch wissen, mit wem müssen Gespräche geführt werden? Auf jeden Fall werden wir beide bei den Gesprächen dabei sein. Wir informieren nun noch die anderen Kollegen, die mit uns bei diesem gemeinsamen Gespräch und beim Abendessen dabei sein sollen. Nach dem offiziellen Gespräch können wir auch später unsere Diskussion im Restaurant führen. Gut, Frau Liebrecht, dann sehen wir uns später. Ja gut, Frau Asse, bis dann.